Also erst in der Innenstadt beginnt sowas wie dass man annehmen kann, das ist eine Großstadt. Es wird einfach der Strom abgestellt. Also entweder um die Energie zu sparen und das Geld natürlich, oder weil die Stromwerke schon den Leuten einfach aufgrund ausstehender Rechnungen den Strom abgedreht haben. Das fand ich schon doch sehr überraschend. Aber bevor ich jetzt in Medias Res gehe, dachte ich, zeige ich erstmal einen Film, der ist relativ kurz, 7 Minuten, von der Protestwelle vom Mai und Juni 2011. Die Protestwelle, die die Regierung Papandreou zum ersten Mal zu Fall gebracht hat. Ich werde da auch noch drauf eingehen, weil das war relativ kurios. Eine Regierung, die zurücktritt und dann gleich wieder vom Rücktritt zurücktritt und im Amt bleibt. Sowas kommt ja nicht so häufig vor. Aber ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht erstmal den Film an und dann werde ich dazu später noch was sagen. All I know is that first you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! European Union. Central Bank. Welcome to the civilization of fear. United Nations. Disaster cap. Disaster cap. Disaster cap. Μήπως δεν πάμε στο ταμείο ούτε ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό. Where words have no meaning. Greece is out of money and it's turning to the European Union for big loans. But the European Union says no, not unless you get your cash situation under control. So now they're making cutbacks. Εάν χρειαστεί η Ελλάδα θα πάει σε έναν αντιπαρό μηχανισμό, αλλά αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάγκη. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. It is us or them. To the world of the innocent. Innocent politicians. Innocent police. Innocent journalists. And the guilty peoples. It's unfortunate that when we feel a star. Pangalos Theodoros. Ναι. Παπουτσής Χρήστος. Ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι. Ναι, εψήφισαν 155 βουλευτές. Έγινε δεκτό καταρχήν, κατάρχον και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Αυτό ξέρετε ότι χθες με χτυπήσατε, εσείς. Εσείς με χτυπήσατε. Δεν με χτυπήσατε με το χέρι σας. Με χτυπήσατε όμως με τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή. Γιατί ρε παιδιά γαράτε, τι σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ίσχυρο άνθρωπο ρε παιδιά. Ποιοι πετάγανε πέτρες, ακόμα... οι αστυνομικοί πετάγανε πέτρες, ναι ή όχι. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν τα νόμιμα μέσα τα οποία είχαν. Έχουν χρέος αυτή την ώρα να κρατήσουν τη Βουλή ανοιχτή. Οτιδήποτε. Μα σημαίνει ότι έχουμε ακόμα και νεκρούς. Να έχουμε και νεκρούς. Ήμουν γιατρός από πολλούς εθελοντές γιατρούς που ήρθαμε να βοηθήσουμε ανθρώπινες ζωές και την υγεία. Την ώρα που δίναμε πρώτες βοήθειες και ενώ βγήκα και ο ίδιος και παρακαλούσαμε ένα τηλεφώνημα που βρήκα εκεί σε κάποιο γύρο νερό. Παρακαλώ και την αστυνομία να κάνει άλλους κινησμούς και όποιον άλλο κάνει κινησμούς. Μακριά από εδώ έχουμε ανθρώπους με το οξυγόνο και δίνουμε πρώτες βοήθειες. Η απάντηση ήταν να δεχτούμε αστυξιογόνα μέσα στο ιατρείο. Στον πόλεμο να είναι ένας γιατρός, σταματάνε τα ρημάδια να μαζέψουν τους τραυματίες. Εδώ τι είναι! Those in power see numbers. We see people. We see each other. Against their crisis, all Europe is a square. We will outlast them. Even for a day. Also so viel erstmal, ich werde noch was zu diesem Film sagen. Vielleicht nochmal etwas anderes. Also es ist quasi eigentlich wie ein Albtraum, von dem man gar nicht weiß, ob man aus dem nochmal erwacht. Stellen Sie sich vor, der österreichische Bundeskanzler würde morgen vor die Fernsehkameras treten und sagen, Österreich ist pleite. Sie fallen aus allen Wolken, so ging es vielen Griechen. Aber, und das ist dann natürlich gleich die frohe Botschaft, die hinzukommt, unsere europäischen Freunde werden uns helfen. Wir haben auch unsere Freunde beim Internationalen Währungsfonds. Auch die werden uns helfen und wir werden euch auch beraten, wie ihr aus dem Schlamassel wieder rauskommt. Es wird eine Troika gebildet aus Vertretern der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und des Internationalen Währungsfonds. Und die werden sagen, wie das genau zu laufen hat und die österreichische Regierung würde das machen. Und der Spiegel würde schreiben, ja, wir wussten ja schon immer, die Österreicher, die sind so langsam und so gemütlich und da braucht es dringend einen Mentalitätswandel. Und auf jeden Fall muss länger, härter, schneller und mehr gearbeitet werden. Und auf jeden Fall, und das ist die große Botschaft der Troika immer wieder, die Löhne müssen sinken, das Arbeitsrecht muss dereguliert werden. Sie werden fragen, wie tief sollen denn eigentlich die Löhne sinken? Um 5%, um 10%, vielleicht um 20% oder 30%? Und da sagt die Troika, naja, die Löhne sollen so lange sinken, bis die Arbeitslosigkeit aufhört, bis Beschäftigungsaufbau stattfindet. Und sie werden feststellen, es passiert aber nicht, sondern die Arbeitslosigkeit nimmt noch zu. Also müssen die Löhne noch weiter sinken, weil die Arbeitslosigkeit ja zunimmt. Es gibt keine empirische Überprüfung dieses Kriteriums und wir wissen ja, wenn die Wirklichkeit nicht so ist wie die Theorie, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Und so geht das nun immer weiter und man fragt sich, wann nimmt das eigentlich ein Ende? Ich glaube, es gibt eine spezifische Logik da drin, in diesen Prozessen und auch in diesen Forderungen, macht eure Hausaufgaben, unternehmt Reformen, es wird aber immer nur über
die Senkung von Löhnen und Gehältern und die Senkung von Transfereinkommen geredet. Also jetzt gerade erst wieder in der berüchtigten, zumindest in Griechenland berüchtigten E-Mail der Troika an die griechische Regierung. Wenn von Griechenland-Rettung geredet wird, dann sind damit immer zwei Unterstellungen verbunden. Nämlich erstens, es gibt sowas wie eine Griechenland-Krise, eine griechische Schuldenkrise. Und zweitens, dass mit diesem Rettungspaket Griechenland gerettet wird oder zumindest die Menschen, dass denen da irgendwas Gutes getan wird. Am ersten Aspekt ist nur insofern so viel richtig, dass die allgemeine Krise in Griechenland ihren zugespitzten Ausdruck gefunden hat. Man muss ja sagen, es gibt nicht nur eine Finanzkrise, es gibt eine ökonomische Krise, es gibt eine soziale Krise, eine ökologische, eine gesellschaftliche, eine kulturelle. Ja, es gibt sogar eine Krise der Krisentheorie und das macht die Situation besonders brenzlig. Und zweitens, es handelt sich natürlich im Kern um eine Rettung von Banken, von Versicherungen, von anderen institutionellen Anlegern. Und das oberste Ziel der sogenannten Griechenland-Rettung ist, den Schuldendienst des griechischen Staates gegenüber den Gläubigern aufrechtzuerhalten. Und zwar nur gegenüber diesen und vor allen Dingen den ausländischen Gläubigern, nicht den inländischen. Auch das sieht dieses Vertragswerk vor, worauf der Seppwald Strasser schon hingewiesen hat. Gegenüber den griechischen Bürgern ist diese Staatsinsolvenz schon längst eingetreten. Also so gibt es beispielsweise in den Schulen keine Schulbücher mehr seit letztem Jahr im Herbst. Das medizinische System, die Gesundheitsversorgung ist schon weitgehend zusammengebrochen. Die griechische Regierung freut sich zwar, dass jetzt im August erstmalig wieder ein Haushaltsüberschuss von ungefähr 800 Millionen Euro erwirtschaftet wurde. Das ist natürlich ein Witz, wenn auf der anderen Seite allein im Gesundheitssystem über 1,1 Milliarden Euro offene Rechnungen existieren, die einfach nicht bezahlt werden. Soziale Einrichtungen werden nicht mehr finanziert, etwa die AIDS-Hilfe, die AIDS-Rate ist um 50% gestiegen. Die Gehälter sind drastisch gekürzt worden, nicht nur im öffentlichen Dienst, also zum Teil um bis zu 50%. Da ist es schon ein besonderer Zynismus, wenn bundesdeutsche Politiker dann Hartz IV für Griechenland vorschlagen. Griechenland ist ein Land, was auch traditionell nur einen rudimentären Sozialstaat hat. Es gibt noch nicht mal eine Sozialhilfe. Hartz IV wäre da schon ein Fortschritt. 150.000 Leute leben allein im Großraum Athen von Suppenküchen. Und so kann man sagen, die griechische Bevölkerung, zumindest ihr sozial schwächster Teil, hungert für die Bilanzen der mitteleuropäischen Banken. Es gab einen Moment, wo ich dachte, das darf nicht wahr sein, das ist Satire. 2010 im Herbst hat Yorgos Papandreou, der damalige Ministerpräsident, den offiziösen deutschen Staatspreis, die Quadriga, verliehen bekommen. Unter anderem, es war auch ein Preisträger dabei, Karl Theodor zu Gutenberg. Und die Laudatio hat Josef Ackermann gehalten, vom ehemaligen Chef der Deutschen Bank. Nun fragt man sich, was ist seit 2010 passiert? In erster Linie kann man sagen, sind Staatsanleihen aus privater Hand in öffentlicher Hand gewandert. Wenn man so will, ist die Europäische Zentralbank zur großen europäischen Bad Bank geworden. Natürlich, wer steht hinter der Europäischen Zentralbank in letzter Instanz? Die Steuerzahler der verschiedenen europäischen Staaten. Trotzdem ist das immer noch ein Geschäft. Nach dem letzten Schuldenschnitt wurde eine griechische Anleihe fällig, die hatte die Europäische Zentralbank zuvor nach dem Schuldenschnitt für 70% des Nennwerts gekauft. Der Nennwert ist 3,2 Milliarden. Der griechische Staat musste diese Anleihe aber jetzt ablösen für 3,2 Milliarden. Die Europäische Zentralbank hat aber nur 2 Milliarden dafür gezahlt. Also es ist ein doch einträgliches Geschäft. Mittlerweile kann man sagen, Griechenland ist so eine Art Testfeld für eine neoliberale Krisenpolitik geworden und mehr oder weniger vollzieht sich das ja in allen europäischen Staaten, ja sogar weltweit. Und ich glaube, das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland. Es gibt viele Kommunen, die ähnlich schon behandelt werden, weil sie einfach zahlungsunfähig werden. Geht man nochmal zurück auf die Frage, woher kommt eigentlich die griechische Staatsschuld? Wie setzt sie sich zusammen? Da muss man sagen, eigentlich hat Griechenland alles richtig gemacht, zumindest im Sinne der neoliberalen Agenda, nämlich man hat immer ordentlich die Steuern gesenkt. Wobei man sagen muss, dass die griechische Oberschicht noch nie eine besonders hohe Steuermoral gehabt hat.
Aber man hat auch die Unternehmenssteuern gesenkt. Und es heißt, allein in der Schweiz hätten griechische Privatleute über 200 Milliarden Euro an Guthaben. Mittlerweile wird ein Steuerabkommen diskutiert, das auch sehr verschleppt wird. Und man weiß gar nicht, ob es überhaupt zustande kommt. Und wenn es zustande kommt, dann sind, glaube ich, auch diese Gelder schon irgendwohin ausgelagert worden. Dann natürlich der zweite Punkt, der riesige Rüstungsetat Griechenlands. 4% des Bruttoinlandsprodukts hat der griechische Staat jährlich für Rüstungsgüter ausgegeben. Ungefähr 10 Milliarden Euro im Jahr. Was ist davon beschafft worden? Unter anderem Panzer, unter anderem U-Boote, deutsche Panzer, französische Fregatten, Kampfhubschrauber, Kampfflugzeuge. Man fragt sich auch nach dem militärischen Nutzen. Ein Land, was hauptsächlich im Meer liegt, vom Wasser umgeben ist, wozu brauchen die Panzer? Die U-Boote fahren aber auch nicht, die haben auch Schräglage. Also es ist auch alles mit einer riesigen Korruption verbunden gewesen. Der ehemalige Finanzminister Tsochatsopoulos ist mittlerweile auch in Untersuchungshaft. Das schleppt sich allerdings sehr lange hin und das Geld ist natürlich futsch. Drittens, und das ist auch ein Posten, über den es eigentlich keine richtigen Zahlen gibt, wo man wenig an Datenmaterial bekommt, das sind die großen Infrastrukturprojekte, also etwa die Olympiabauten, aber auch gigantische Autobahnbauten, also etwa von der westgriechischen Küste bis zur türkischen Grenze, die Attische Ringstraße, die Athener U-Bahn, der Athener Flughafen. Wer mal diese Baustellen gesehen hat, auch immer natürlich mit europäischer Kofinanzierung, liest sich wie ein Who is Who der europäischen Konstruktionsindustrie, also unter anderem Siemens, Hochtief und andere Großkonzerne, die da erheblich dran verdient haben. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass alleine Siemens, die griechische politische Elite mit 150 Millionen Euro geschmiert hat. Es sind auch etliche Untersuchungsausschüsse anhängig gewesen im griechischen Parlament, was die Korruptionsaffären im Zuge dieser großen Infrastrukturprojekte anbetrifft. Mittlerweile hat das griechische Parlament festgestellt, dass Siemens den griechischen Staat allein um 2 Milliarden Euro geschädigt hat. Und man hat sich jetzt aber außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt. Siemens soll rund 200 Millionen Euro an Griechenland zahlen. Das wurde dann aber sofort verrechnet mit Außenständen, die griechische Firmen noch bei Siemens haben. Und es soll noch, ich glaube, in Höhe von 70 Millionen Investitionen getätigt werden. Aber damit ist sozusagen dieses Thema juristisch abgeschlossen worden. Vierter Punkt, was auch einen wichtigen Aspekt für die griechischen Staatsschulden ausmacht, war der Beitritt zur Eurozone. Das hat nämlich zu einer erheblichen Deindustrialisierung geführt. Die griechische Wirtschaft ist nicht konkurrenzfähig gewesen, schon gar nicht mit der Wirtschaft in Deutschland, in Holland oder in Finnland. Das ist so ein ähnlicher Effekt wie bei der deutschen Vereinigung. Also damit war auch die ostdeutsche Wirtschaft auf den Schlag eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Der Chefökonom der Norddeutschen Landesbank hat das mal folgendermaßen charakterisiert. Die Fiskalpolitik war über den Stabilitäts- und Wachstumspakt geknebelt. Die Wechselkurspolitik über die Europäische Zentralbank supranational organisiert. Und dann blieb natürlich als einzige Anpassungsvariable nur noch die Lohnpolitik. Und das ist genau das, was jetzt gemacht wird und was so unter der Vokabel innere Abwertung läuft. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, die Wirtschaftspolitik der letzten 10 Jahre hat in sowas wie Autobahnbau und Panzer bestanden. Und das ist natürlich auf langfristig nicht besonders tragfähig. Das kennt man ja aus der Geschichte. Rubini hat das mal jetzt gesagt, was jetzt passiert, das sei so eine Art kontrollierte kreative Zerstörung. Man kann sagen, es ist eine kontrollierte Zerstörung, was daran kreativ ist, leuchtet mir nicht so ein. Es ist quasi ein Zustand ökonomisch betrachtet wie in Kriegszeiten. Was so die etwas populäre Behauptung anbetrifft, die griechische Bevölkerung hat über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist natürlich nur sehr eingeschränkt zutreffend. Vielleicht nur mal ein paar Zahlen, was die Renten anbetrifft.
50% der griechischen Rentner hatten 2009, also vor Ausbruch der Staatsschuldenkrise, eine Rente von unter 500 Euro, unter bis 500 Euro und 80% eine Rente unter 900 Euro. Und wer ungefähr so das Preisniveau da in Relation stellt, das ist nicht wesentlich niedriger als in der Bundesrepublik. Also da führt man kein flottes Leben mitnichten. Das geht dann auf dem Lande eher mit Gemüsegarten und Eigenheim. Es ist auch nie so gewesen, dass die Staatsquote in Griechenland höher war als irgendwo anders. Im Gegenteil, der Sozialstaat, ich habe es schon erwähnt, ist eigentlich eher unterproportional gewesen. Gerade im Bildungssystem waren die Griechen eigentlich die Europameister bei den Ausgaben privater Natur, haben 4 Milliarden Euro allein für Privatschulden Schulen ausgegeben. Und für das Gesundheitssystem gilt eigentlich Ähnliches. Auch die viel gescholtenen Staatskonzerne, sieht man jetzt mal von den griechischen Staatsbahnen ab, waren überhaupt nicht defizitär. Also die staatliche Stromgesellschaft beispielsweise hat immer Gewinne abgeworfen. Nimmt man mal die Landwirtschaftsbank als auch eine staatliche Bank, ist eigentlich von ihrer Kapitalausstattung immer noch eine der gesünderen griechischen Banken gewesen. Die wird jetzt gerade zerschlagen. Der profitable Teil geht an eine Privatbank, die Piraeus, und der Rest verbleibt natürlich beim Staat und die Verluste also in öffentlicher Hand. Kurz, ich glaube, die Kampagne gegen die Pleite Griechen, die Faulen, hatte vor allen Dingen den Zweck zu verschleiern, worum es denn eigentlich ging. Nämlich die Etablierung einer neuen Art von autoritärem Regime. Und die Kreditverträge vom Mai 2010, Sepp Wallstrasser hat darauf hingewiesen, sprechen da eine relativ eindeutige Sprache. Selbst Leute der ehemaligen Regierungspartei PASOK haben gesagt, dass es sich um eine Art Staatsstreich gehandelt hat. Mittlerweile bestimmt die Troika, was in Griechenland zu passieren hat und was unterlassen werden soll. Und natürlich die sogenannte Taskforce, die von dem deutschen Horst Reichenbach geleitet wird. Und dann gibt es da noch so einen Staatssekretär aus dem Arbeitsministerium der Bundesrepublik, der da auch eine ungeklärte Rolle spielt. Aber ich habe so den Eindruck, der soll so griechische Kommunalfunktionsträger schmieren mit EU-Strukturmitteln. Also nicht nur, dass diese Verabschiedung dieser Verträge ohne öffentliche Debatte und in weitgehender Unkenntnis des griechischen Parlaments erfolgte, das Budgetrecht ist auch vollkommen ausgehebelt worden. Der griechischen Regierung wird eigentlich bis ins kleinste Detail vorgeschrieben, was wann zu erfolgen hat. Und es gibt auch gar keinen Politikbereich, der da irgendwie ausgeschlossen wäre, sei er nun Ordnungs-, Steuer- oder strukturpolitischer Natur. Auch der Zeitpunkt, wann was zu machen ist, alles wird genau geregelt im sogenannten Memorandum of Understanding, also so eine Erklärung, die so als Annex zu diesem Vertragswerk gehört. Und das hat sich jetzt auch so weiter fortgesetzt, auch mit der mittelfristigen Finanzplanung, die verabschiedet wurde im Frühsommer 2011, wo wir da die Proteste gesehen haben, aber auch jetzt mit dem zweiten Memorandum. Was gehört dazu? Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Zusammenlegung von Kommunen, Sondersteuern aller Art, zum Beispiel auf Wohnungs- und Hausbesitz, die Senkung von Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst, Rentenkürzungen, Erhöhungen der Mehrwertsteuer, Tabaksteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer, alles, was man sich vorstellen kann. Und im Grunde ist der griechischen Politik oder sind der griechischen Politik die Hände vollkommen gebunden. Das ist eine Art Zwangsjacke. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat schon 2010 festgestellt, Zitat, schon seit Monaten können die gewählten Volksvertreter der Griechen keine eigenständigen Entscheidungen von halbwegs maßgeblicher Bedeutung mehr treffen. Ganz besonders dramatisch sind die Eingriffe in die Tarifautonomie. Man fragt sich, gut, man entlässt Beamte aus dem öffentlichen Dienst, man senkt da die Gehälter. Aber wenn man im privaten Sektor die Löhne und Gehälter senkt, dann sinkt ja auch das Steueraufkommen. Das ist ja eigentlich vollkommen widersprüchlich, aber das ist genau das Ziel. Auch im privaten Bereich sollen sozusagen alle Hindernisse, die in irgendeiner Weise Arbeitgebern sich ihren Tätigkeiten entgegenstehen, sollen aufgehoben werden.
Mittlerweile kann man sagen, gibt es eigentlich überhaupt kein Tarifvertragsrecht mehr. Der Kollege Apostolos Kapsalis vom griechischen Gewerkschaftsbund sagt, im Grunde ist das Tarifvertragsrecht ein Kopierer. Man legt den Vorschlag der Arbeitgeber drauf und was man dann kopiert, das ist dann der Tarifvertrag. Und auch das, was jetzt alles diskutiert wird über eine weitere Absenkung des Mindestlohns, da muss man sagen, bei einer Arbeitslosigkeit von mittlerweile offiziell 24% ist das natürlich im Grunde nur der juristische Nachklapp. Im Grunde herrscht schon eine vollkommene Willkür, was Anstellungsverhältnisse anbetrifft. Sepp Wallstraße hat es auch schon gesagt, ganz Griechenland ist aufgrund dieser Verträge vom Mai 2010 auch mit allen mobilen und immobilen Sachwerten verpfändet. Es gibt auch überhaupt keine Möglichkeit, diese Verträge nachträglich zu modifizieren oder irgendwie juristisch anzufechten. Das ist durch Klauseln alles ausgeschlossen. Und die unterliegen auch nicht etwa EU-Recht, sondern britischem Recht, weil das die Seite des Gläubigers besonders stärkt. Und was besonders absurd ist, es gibt auch einen Passus, dass die griechische Regierung vor jeder gesetzlichen Verabschiedung neuer Maßnahmen ein Gutachten in Auftrag gibt, das der griechischen Regierung bestätigt, dass es sich um ein legales, verfassungskonformes Verfahren handelt, wobei der Text dieses Gutachtens schon Teil dieser Verträge ist, wo man sich fragt, also was ist das für eine Auffassung von wissenschaftlicher Gutachterfreiheit, wenn das sowieso vorgegeben ist. Also der Dieb stellt sich selber eine weiße Weste, also eine Straflosigkeit aus. Das ist schon einigermaßen kurios. Der Staatsrechtler Yorgos Kasimatis spricht in diesem Zusammenhang dieser Verträge von einer, Zitat, Aufhebung der Verfassung sowie einer Abtretung von Souveränitätsrechten. Und die Frankfurter Allgemeine hat dann auch treffend konstatiert, Griechenland werde, Zitat, auf absehbare Zeit nur eine eingeschränkte Demokratie sein. Nach meiner These hat diese juristische Zwangsjacke, die man Griechenland angelegt hat, vor allen Dingen zwei Ziele. Nämlich erstens, diese innere Abwertung auch tatsächlich realisieren zu können. Der Erpressung, gerade auf arbeitsrechtlichem Gebiet, Tür und Tor zu öffnen. Und zweitens geht es darum, die Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen, sprich die Privatisierung von öffentlichen Unternehmen voranzutreiben. Und es ist dann so ein bisschen wie die private Feuerwehr im alten Rom. Also erst legt man Feuer und dann kommt die Feuerwehr und dann fragt man, also willst du dein Haus verkaufen? Muss sich halt schnell entscheiden, ja, und dann sinken die Preise und irgendwann kann man sich das dann eben für einen Spottpreis einheimsen. Also für die staatliche Stromgesellschaft zum Beispiel ist das so, weil durch diese ganzen Krisenprozesse viele können ihre Stromrechnung nicht bezahlen, die Schulden häufen sich auf und so weiter. Also das Unternehmen wird sturmreif geschossen. Das ist auch nochmal interessant dann in Bezug auf die griechische Landwirtschaftsbank, weil da hängen ungefähr die Hälfte des griechischen Grundbesitzes dran. Durch diese Maßnahmen der EU und der Troika ist die Rezession, der wirtschaftliche Talfahrt stetig verschärft worden. 2012 wird die Wirtschaft ungefähr um 6,7% schrumpfen, so nach Schätzungen, zum fünften Mal in Folge. Aber so ist zumindest die Position der EZB. Das Sparprogramm hat noch keine Erfolge gezeitigt, weil man es noch nicht richtig in die Tat umgesetzt hat. Die sozialen Folgen sind natürlich rasant. Mittlerweile, ich habe es erwähnt, zehntausende Leute, die aus Suppenküchen leben. Nach offizieller Statistik sind Jugendliche unter 24-50% arbeitslos. 1,2 Millionen Menschen von 10 Millionen Griechinnen und Griechen haben gar kein Einkommen mehr. Und das vor allen Dingen in den Ballungszentren. Mittlerweile Kommunen haben wieder Schulspeisung eingeführt, weil Schulkinder aufgrund von Mangelernährung, Unterernährung zusammenbrechen. Es gibt einen rasanten Anstieg von Selbstmorden. Es gibt alle möglichen Versuche, individuell dieser Krise zu begegnen, also entweder durch Auswanderung oder durch Wanderung aufs Land, wo man zumindest dann noch einen Gemüsegarten bewirtschaften kann. Aber, und das haben wir ja gesehen, es gibt auch jede Menge sozialen und politischen Widerstand. Und da gab es eigentlich so drei Phasen,
in der ersten Phase war der Widerstand so mehr oder weniger auf die üblichen Verdächtigen beschränkt, also insbesondere auf die Linksparteien, die Kommunistische Partei und die Linkskoalition, die Gewerkschaften natürlich, insbesondere die sehr aktiven Basisgewerkschaften. Und dann gab es aber bei den Protesten im Mai 2010 diesen Brandanschlag auf die Marfin Bank, der immer noch nicht aufgeklärt ist und dem Schwung dieser Bewegung also sehr abträglich war. Und es gab zwar eine ganze Reihe von Generalstreiks und Protesten, aber die blieben immer zeitlich oder sektoral beschränkt, also etwa die Proteste der Lkw-Fahrer. Es gab dann aber eine Initiative, die eine größere Auswirkung gehabt hat, nämlich einer Initiative von Ökonomen. Und die haben vorgeschlagen, man sollte nach dem Vorbild von Ecuador einen internationalen Schuldenaudit durchführen, eine Überprüfung des Zustandekommens der griechischen Staatsschulden. Und Ecuador ist insofern kein ganz gutes Beispiel, weil die natürlich in keinem Währungsverbund drin sind. Aber da ist das so gewesen, die Ecuadorianer haben diese Überprüfung vorgenommen und 70% der Staatsschulden für illegitim erklärt. Und die restlichen 30%, da sind die Kurse derart in den Keller gegangen, dass sie die für 500 Millionen Dollar zurückgekauft haben und der Staat Ecuador dadurch faktisch schuldenfrei geworden ist. Das hat natürlich eine hohe Attraktion. Und dann kam natürlich noch was hinzu, nämlich der arabische Frühling und die Proteste in Spanien, die dann gezeigt haben, da kann doch irgendwas gehen. Und dann kam es im Ende Mai 2011 zu den Protesten, die wir jetzt gesehen haben, gegen die Fortschreibung dieses Memorandums. Und das war insofern ganz interessant, weil plötzlich ganz neue Leute aufgetaucht sind, die erstmal mit allen traditionellen Organisationen nichts wissen wollen, nichts zu tun haben wollten und auch abgelehnt haben, dass etwa Gewerkschaften sich an diesen Protesten beteiligen oder Parteien. Die haben dann sich relativ schnell politisiert und relativ schnell ihre Positionen auch geändert, weil die Gewerkschaften wichtiger Bündnispartner sind und auch die Linksparteien. Die Kommunistische Partei hat sich immer relativ am Rande gehalten, die verfolgt einen sehr sektiererischen Kurs. Aber das hat eine unglaubliche Dynamik gegeben und also eigentlich so wie wir das in Tunesien oder in Ägypten gesehen haben. Und nach 3 Wochen ist die Regierung Papandreou dann zurückgetreten, um dann, zumindest wurde es in der Presse, auch in der Frankfurter Allgemeinen, dann so kolportiert, auf Intervention aus Paris und Berlin von diesem Rücktritt zurückzutreten. Also es ist schon schwierig, einen politischen Zwerg umzuwerfen, wenn hinter ihm 2 Riesen stehen. Das Ganze hat sich dann im Herbst nochmal wiederholt, im Oktober 2011. Es gab also nochmal eine große Protestwelle, die dann zu der Regierung Papasimo geführt hat, also einer Technokratenregierung, die dann gebildet wurde aus der PASOK, also der Regierungspartei, plus der konservativen Partei und der rechtsradikalen Laos-Partei. Das ist insofern ganz bemerkenswert, weil wenn man die griechischen Rechtsradikalen kennt, also das ist eine offen antisemitische, rassistische Partei. Da ist also die deutsche NPD also wirklich ein fast demokratisches Vorbild gegen. Das hat dann irgendwann den Weg zu Neuwahlen vorbereitet, weil den Konservativen das nicht ganz geheuer war und weil es natürlich immer weitere Proteste gab, ganz einfach, weil zum Teil die Leute einfach gar kein Einkommen mehr hatten. Also es in vielen Institutionen und Unternehmen wurden einfach gar keine Löhne und Gehälter mehr bezahlt. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man denn eigentlich? Gut, man kann Freunde fragen, denen geht es dann vielleicht ähnlich. Man fragt die Eltern, denen wird auch die Rente gekürzt. Man kann sich nicht arbeitslos melden, weil man ist ja eigentlich gar nicht arbeitslos. Man ist ja im Beschäftigungsverhältnis. Also die Leute werden wirklich an den Rand der Existenz gedrückt, an die Wand gedrückt. Und da muss man natürlich irgendwie reagieren. Und es hat eine ganze Reihe von Besetzungen gegeben, die zum Teil sehr lange gedauert haben. Und eine der bedeutendsten dieser Besetzungen und Protestaktionen war die der griechischen Stahlwerke, die bis jetzt nach den Wahlen im Juni gedauert haben.
Und diese Wahlen im Juni waren insofern äußerst problematisch, weil sie dieser ganzen Kürzungs- und Austerity-Politik eigentlich eine neue Legitimation gegeben haben. Und das erste war auch eben diese Besetzung der Stahlwerke durch einen massiven Polizeieinsatz aufzulösen. Und was jetzt auch in den letzten Monaten immer stärker gespielt worden ist, ist die rassistische Karte. Und das hat den Rechtsradikalen der Goldenen Morgendämmerung, so ist der Name, Chrissy Javier, enormen Auftrieb gegeben, die jetzt sozusagen in einzelnen Stadtteilen so eine Art Mikrofaschismus etablieren, also versuchen so, ja, die autonomen Nationalsozialisten in Deutschland nennen das so national befreite Zonen, wo dann Migranten, egal ob sie Papiere haben oder nicht, gar keinen Zutritt mehr haben. Also es ist mittlerweile eine äußerst dramatische Situation. Man fragt sich, wann ist denn das eigentlich mal zu Ende? Das ist schwer zu sagen, aber mittlerweile gibt es ja das nächste Sparpaket. Der konservative Premier Samaras sagt, es wird das letzte sein. Es gibt auch überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Das sind alles die Vorgaben der Troika. Und die treffen jetzt mittlerweile aber auch Polizisten, auch Offiziere, Hafenbehörden, sodass es mittlerweile auch zu Protesten mittlerweile von den Polizeigewerkschaften kommt und Verbänden der Armeeoffiziere. Und das ist natürlich dann mittlerweile schon eine relativ brenzliche Situation, weil wir kennen das natürlich aus der Geschichte. Also wenn sozusagen die staatlichen Organe sich auflösen, dann ist irgendwann quasi der ganze Staatsapparat kaputt. Aber vielleicht können wir da noch drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Zeit schon ziemlich überschritten. Na, für die Depression reicht es schon. Vielleicht hast du doch, wir haben gesagt, auch vielleicht einige Hinweise, wo es gibt keine Auswege. Wir haben das, aber vielleicht kannst du, was glaubst du, wo geht es jetzt lang, auch politisch? Das ist sicher doch interessant für die letzten 5 Minuten. Also die Wahlergebnisse vom Mai und vom Juni 2010, diesen Jahres, also 2012, sind schon ganz bemerkenswert, weil es gibt mittlerweile eine unglaubliche Stadt-Land-Polarisierung und eine in den Städten selber eine ungeheure politische Polarisierung zwischen rechts und links. Man kann sagen, die Pro-Memorandums-, Pro-Troika-Parteien, also sowohl die PASOK als auch die Konservativen, haben eigentlich ihre Stimmen auf dem Lande gewonnen. In den Städten sind die Rechtsradikalen, also es sind eigentlich richtige Faschisten, ja, die sich offen auch in die Tradition der Kollaboration mit der Nazi-Besatzung stellen, die haben eigentlich quer durch, sowohl auf dem Land als auch in den Städten, gerade auch so in den Arbeiterbezirken, ihren Stimmenanteil von 7% behauptet. Die Kommunistische Partei hat ziemlich verloren bei den Wahlen im Juni. Die hat jetzt ihre Hochburg, man mag es gar nicht glauben, auf den Ägäischen Inseln. Und die Linkskoalition, die so in der eurokommunistischen Tradition steht, die haben mittlerweile also in den Städten eigentlich schon eine relative Mehrheit. Man muss natürlich in Rechnung stellen, die Wahlbeteiligung ist gesunken. Die war im Mai ungefähr bei 73% und jetzt war sie ungefähr im Juni bei 60%. Das heißt, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der sich gar nicht mehr in Wahlen äußert. Und deswegen kann man auch gar nicht sagen, was eigentlich mit denen los ist. Es gibt natürlich eine große anarchistische Strömung, die gehen aus Prinzip nicht zur Wahl. Es gibt Leute, die können sich die Preise in den Provinzen, in ihre Heimatdörfer gar nicht mehr leisten und wählen deswegen nicht. Also man wählt da, wo man geboren ist, in Griechenland. Deswegen ist das sehr schwer einzuschätzen und das ist eigentlich ein soziales Laboratorium. Es wird vieles probiert, was man machen kann, also zum Beispiel zur Sicherung der Grundversorgung hat man jetzt sowas wie Konsumgenossenschaften gegründet. Also einzelne Dörfer versorgen einzelne Stadtteile mit Kartoffeln, mit Hülsenfrüchten, Zwiebeln, also Grundnahrungsmittel. Es gibt eine ganze Reihe Versuche, also die Gesundheitsversorgung alternativ zu organisieren. Es werden Krankenhäuser besetzt. Es gibt das eigentlich ja quer durch, fast in allen gesellschaftlichen Bereichen, so ein Versuch, sowas wie lokale ökologische Ökonomien zu etablieren. Vieles davon ist natürlich einfach aus der Not, aus der unmittelbaren Not geboren, aber manches weist auch so ein bisschen darüber hinaus, wo man sagen kann, doch, eine andere Gesellschaft ist schon irgendwie möglich
Und das Ganze ist auch kombiniert mit Bildungsinitiativen, mit Kulturinitiativen, Theater, Film. Also da gibt es ganz irre Projekte und ein Kollege, der jetzt kürzlich in Griechenland war, der war ganz begeistert, was da alles passiert. Das ist also auch, also auf der einen Seite natürlich die Depression und die Verzweiflung und natürlich bringen sich Leute um, auch Leute, die sich an den Protesten beteiligt haben und da auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine ziemliche Aufbruchsstimmung, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Und wie das weitergeht, ja, das ist eine spannende Frage. Aber also so wird es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ja, danke. Ich glaube, das war ein sehr bewegender und guter Überblick. Danke, Gregor Kritidis. Vor allem auch, weil die Dinge, die wir immer so in der Zeitung lesen, fern von jeder persönlichen Betroffenheit und Lebensrealität sind. Ja, jetzt gibt es die Fragen an euch, an Sie. Weiß nicht, wer das Eis brechen soll. Vielleicht gelingt es auch, etwas zu bündeln. Es gibt ein Mikrofon dazu, oder? Dort hinten gibt es bereits eine Wortmeldung. Danke. Ich möchte mich gleich melden, weil ich habe 3 Fragen und damit ich es nicht vergesse. Die erste ist, dieser Vertrag im Parlament, den man auch im Film so gut gesehen hat, ich weiß jetzt nicht, wie der im Fachdings heißt. Memorandum. Ist Ende. Das, ja. Was wäre passiert, wenn das nicht unterzeichnet worden wäre? Das würde mich interessieren. Dann die zweite Frage. Sie haben das sehr eindrücklich geschildert, wie die europäischen Mechanismen und Gremien und Strukturen, wie zum Beispiel die Troika oder andere europäische Strukturen, ihre Wünsche vorgeben und ihre Forderungen vorgeben. Und diese Forderungen sind aus unserer Sicht sehr destruktiv und verhindern Wachstum und verhindern eine positive Weiterentwicklung Griechenlands. Und ich verstehe immer nicht, warum diese EU-Vorgaben so neoliberal sind, wo wir doch in ganz Europa auch sozialdemokratische Führungschefs und sozialdemokratische Abgeordnete haben, die da dabei sind, also die mitwirken in diesen Gremien und in diesen Strukturen. Es ist ja in Österreich so, dass zum Beispiel von der Volkspartei gibt es ja auch Vertreter der sozialen Marktwirtschaft. Es sind ja nicht alle so radikal gegen Wachstum und nur für dieses ausbeuterische System. Und die dritte Frage ist, wie kann man sich als jemand, der Griechenland unterstützen möchte, engagieren? Ich habe mir zu Hochzeiten der Krise gedacht, wenn so eine Unterstützungskampagne wie bei Hochwasserkatastrophen oder so ähnlichen, wenn es sowas gäbe von der Volkshilfe oder vom ÖGB, natürlich europaweit, ich darf da gern mit und vielleicht andere auch. Und vielleicht würde das auch zeigen, dass man nicht einverstanden ist mit der Situation und dass man durchaus was anderes politisch möchte in Europa. Danke für die 3 Fragen und ich würde gleich dir das weitergeben, weil das sind gleich sehr 3 profunde Fragen. Oh ja, die Frage, was wäre denn eigentlich passiert, hätte man dieses Memorandum nicht unterzeichnet? Das ist natürlich ein bisschen, also da kann ich natürlich nur drüber spekulieren, aber es gibt eine ganze Reihe Überlegungen und Thesen, warum die Regierung Papandreou sich, also die hat ja eigentlich den Löffel abgegeben, das ist eine Art Kapitulationserklärung. Warum haben die das gemacht? Und ich weiß da keine wirklich schlüssige Antwort. Es gibt das Gerücht, so ein paar Presseinformationen, dass die Regierung der PASOK versucht hat, Kredite aus Russland zu bekommen oder aus China. Und das sei also aber irgendwie auch aus der EU, von wem auch immer, sabotiert worden. Das Problem Ende 2009 war schlicht und ergreifend, Griechenland hat auch
ein Bankenrettungspaket verabschiedet in Höhe von 30 Milliarden Euro. Das klingt jetzt nicht so viel im Vergleich zu der Bundesrepublik beispielsweise. Aber das ist natürlich, das hat die Neuverschuldung gigantisch explodieren lassen und dann setzte diese Spekulationswelle ein. Und die große Angst war natürlich, was machen wir denn eigentlich, wenn wir den Staatshaushalt, wenn wir uns nicht refinanzieren können? Was passiert in Österreich, wenn plötzlich keine Renten mehr ausgezahlt werden oder an die Staatsbediensteten keine Löhne und Gehälter? Also das ist schon ein massives Problem. Und ich glaube, da hat man dann lieber gesagt, gut, wir holen uns Rückendeckung aus der EU und vom IWF. Also angeblich war es sogar die Idee der PASOK-Regierung selber, zum IWF zu gehen. Ja, also der ja eigentlich, das ist ja bekannt, was der IWF in Lateinamerika etwa angerichtet hat. Das ist ja nicht unbekannt. Warum ist die Troika so destruktiv? Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, es soll sowas wie eine neue Ordnung Europas geben. Und man kauft gerne ein und man kauft gern billig ein. Und es ist in Griechenland auch privatisiert worden, auch vor der Krise. Also etwa die Häfen von Saloniki und von Piräus. Aber da sind die Chinesen zum Zuge gekommen, chinesische Staatsunternehmen. Die Olympic Airways wurde privatisiert und irgendwann hat die British Airways, wollte da eigentlich einsteigen, hat gesagt, also das geht gar nicht. Das ist einfach von griechischer Seite so sabotiert worden, dass dann da so ein griechisches Konsortium mit irgendwelchen arabischen Finanziers da eingestiegen sind. Und jetzt geht das anders. Ja? Jetzt versucht man natürlich einfach erstmal die griechische Seite dazu zu bringen, das Tafelsilber zu verkaufen. Und bei den kleinen Leuten ist es so, dass überall in Athen Angebote vorhanden sind, wo man seinen Goldschmuck und Ähnliches verkaufen kann. Und für Staatsunternehmen gilt das dann natürlich ähnlich. Also wenn die Handlungsmöglichkeiten erschöpft sind, ja gut, dann muss man eben den Staatsbesitz verkaufen. Und also die Bild-Zeitung in Deutschland kultiviert das ja immer, ihr Pleite-Griechen, verkauft eure Inseln. Das ist natürlich nur eine Metapher dafür, verkauft die Strom- und Wassergesellschaften, verkauft die staatliche Glücksspielgesellschaft, verkauft staatliche Infrastruktureinrichtungen. Das ist die Botschaft. Ja. Und solange das nicht passiert ist, glaube ich, werden die so weitermachen. Ja, dritte Frage, wie Griechenland unterstützen. Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist überhaupt sowas wie Öffentlichkeit darüber herstellen. Bei einer Veranstaltung in Berlin mit Kollegen aus Griechenland sagten die, also die größte Hilfe ist eigentlich, setzt euch für eure eigenen Interessen ein. Stoppt diese europäischen Fiskalpakt, die europäische Schuldenbremse, weil das, was die mit uns machen, das machen die mit euch auch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und leistet da Widerstand möglichst früh. Ja? Das ist so die Botschaft. Es gibt aber auch eine Reise, eine Solidaritätsreise, hast du mir erzählt? Es gibt eine Solidaritätsreise von Gewerkschaftern aus Deutschland, ich glaube auch aus Österreich und der Schweiz, sogar aus Serbien, die jetzt im September gemeinsam nach Griechenland fahren, nach Athen und Saloniki und da also mit ganz unterschiedlichen politischen und gewerkschaftlichen Kräften sprechen. Und die sammeln auch Geld, damit es auch einen griechischen Gegenbesuch geben kann. Und auf LabourNet Germany gibt es da auch eine Veröffentlichung, eine Erklärung, warum also diese Reise unternommen wird und wo man also Geld hinspenden kann. Also das ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Sache, weil das natürlich noch mal viel mehr Leute in Kontakt bringt mit der Situation in Griechenland und dass sozusagen auch hier gerade im deutschsprachigen Raum bekannt wird, was da eigentlich passiert. Okay, danke. Hier die nächste Mitmeldung. Ich habe folgende Frage. Und zwar, Österreich ist 1922 vor einer ähnlichen Situation gestanden. Manche werden das vielleicht wissen. Wir bekamen dann einen Kredit vom Völkerbund und letztlich haben die Unselbstständigen die Zeche bezahlen müssen. Wir haben uns aber herausgewurschtelt. Was ich aber jetzt in dieser Situation, wie Sie geschildert haben, nicht verstehe, ist Folgendes. Sie sagten,
der griechische Staat hat ein Verteidigungsbudget von 4% des Bruttoinlandsproduktes. Wenn ich jetzt das Interview vom deutschen Verteidigungsminister vor circa 4 Wochen in der Zeit lese, dann sagt er, Griechenland hat bitte 1400 Panzer und bestellt jetzt gerade 60 modernste Flugzeuge in Frankreich. Vor 2 Wochen ist eine französische Fregatte durch den, hat man gesehen, wie die gefahren ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass Griechenland über 1200 Flugzeuge hat und wir wissen, unser Eurofighter kostet in der Stunde, wenn er fliegt, 50.000 Euro, dann verstehe ich nicht, wieso dieses Verteidigungsbudget erstens radikal gekürzt wird und vor allem auch dann natürlich, dann kann ich einfach weniger, muss ich weniger fliegen und bitte die Panzerschlachten, das ist eine Idee, also die sind längst vorbei. Und was ich noch nicht verstehe, ist Folgendes: Griechenland ist seit über 30 Jahren in der EU und diese furchtbaren Deutschen und die EU hat Griechenland, jedes Jahr war Griechenland ein sehr großer Nettoempfänger. Bitte, was ist mit diesen Investitionen passiert? Ich sehe jetzt so, dass in Griechenland praktisch es nur mehr eine Agrarwirtschaft gibt. Ja? Griechische Exportfirmen gibt es praktisch nicht. Wo sind diese Investitionen, wo sind die hingeflossen? Das ist mir unverständlich. Und wenn Sie bedenken, dass der griechische Staat praktisch von den Selbstständigen keine Steuern einhebt, wenn griechische Rechtsanwälte mit Autos von über 100.000 haben und angeben, dass sie im Jahr dann 13.000 Euro verdienen, bitte, und das ist aber jetzt, da ist überhaupt nichts passiert in den letzten 3 Jahren, 2009 hat die griechische Regierung noch 30.000, obwohl das Verwaltungssystem total unflexibel ist, nichts hereinbringt, noch 30.000 Beamte eingestellt, bitte. Also das ist mir unverständlich, dann zu sagen, ja, die Griechen, die Schulden sind entstanden, ja, wir haben es konsumiert, aber was sollen wir tun? Aber okay, danke, ich glaube, wir verstehen Sie. Dieser Herbert zuerst. Pinter, grüß Gott. Also die Vorrednerin hat zuerst gefragt, wo sind die Sozialdemokraten? Ich suche sie ehrlich gesagt auch, weil ich meine, es gibt hier an und für sich bei uns hier in Österreich vor allem glühende Europäer von der roten Seite, von der grünen Seite, von der schwarzen Seite. Warum hinterfragt keiner, was hier wirklich passiert? Es wird hier einfach abgenickt, genauso auch die Details, die Sie sagen. Eine Detailfrage, die ich doch habe, ist, was ist mit diesen berühmten griechischen Ölvorkommen, die da in der Ägäis irgendwo schlummern? Wer hat sich die bereits unter den Nagel gerissen? Danke. Danke auch für die Kürze. Mein Name ist Jungwirth. Mich würde interessieren, was die tatsächliche Ursache ist für dieses Dilemma in Griechenland. Wo hat es angefangen, dass heute Griechenland so schlecht dasteht? Was wir heute gehört haben, das war nur der Ist-Zustand, aber wie es so weit gekommen ist, habe ich nichts gehört, habe ich nichts ausgehört. Danke, ich glaube, das genügt jetzt einmal für diese nächste Beantwortungsrunde. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also die Frage der Rüstungsaufträge. Daniel Cohn-Bendit hat im Europaparlament bekannt gegeben, dass es bei Abschluss der Verträge von deutscher und französischer Seite zur Bedingung gemacht worden ist, dass die Rüstungsaufträge nicht storniert werden. Gut, man will verdienen, ja. Deutsche Howaldtswerke und so weiter, die wollen das eben verkaufen. Und im Prinzip, das ist ja das Grundmuster, alles das, was man in der Vergangenheit schon an Sünden begangen hat, die werden jetzt immer weiter neu geübt und fortgeschrieben. Natürlich, Sie haben vollkommen recht mit den ganzen EU-Strukturmitteln. Was ist denn damit gemacht worden? Also zum Beispiel hat es in der Landwirtschaft enorme Stilllegungsprämien gegeben.
Also wer sein Fischerboot stilllegt und das verbrennt und dokumentiert, dass das zerstört, kriegt also eine Prämie. Ähnlich bei Bauern, Flächenstilllegung wurden prämiert. Also mit anderen Worten, man hat sowas versucht, wie die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und zu einer Konzentration des Bodens und also im Fischereibereich eben auch des Kapital zu kommen. Und natürlich, jeder dumme Bauer nimmt gerne das Geld und macht sozusagen seine wirtschaftliche Existenz kaputt. Ja, da gibt es Leute, es gibt aber eben auch viele, die das abgelehnt haben. Dann, ich glaube, gigantische Summen sind in diese Infrastrukturprojekte geflossen. Weil es gab keine Baustelle in Griechenland mit öffentlicher Beteiligung, wo nicht irgendwo das blaue Schild stand mit den gelben Sternen. Und es gibt aber wenig Daten, wie viel wo reingeflossen ist. Aber man kann sagen, das ist staatlicher Konsum und natürlich wurde daran verdient und natürlich haben da die großen Baufirmen auch enorm daran verdient und dann natürlich hat das jede Menge Jobs geschaffen, jede Menge Wachstum und so weiter. Das ist so ein Wirtschaftsmodell, was so lange funktioniert hat, solange man eben irgendwie auf Pump weiter diese und mit den Strukturmitteln eben diese Art von ökonomischer Entwicklung vorangetrieben hat. Also das mit den 30.000 Beamten, die eingestellt worden sind, das halte ich für einen Mythos. Es gab, als die jetzige Regierung Samaras angetreten ist, die ist ja mit dem Wahlversprechen auch gewählt worden, dass sie also das Memorandum neu verhandelt. Und bevor also Samaras nach Paris und Berlin aufgebrochen ist, beziehungsweise nach Brüssel, gab es in der griechischen Zeitung Tuvima einen Bericht, dass angeblich 30.000 neue Beamte eingestellt wurden, oder 80.000 waren sogar. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, die sollen noch Stellen abbauen, die stellen Leute ein. Es stellte sich heraus, es ist keiner neu eingestellt worden. Das ist sozusagen nur eine Zwecklüge gewesen, um sozusagen der griechischen Regierung schon im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gegenwärtig wird ja weiter darüber verhandelt, ob jetzt 150.000 Stellen noch abgebaut werden. Zu den Ölvorkommen in der Ägäis weiß ich relativ wenig. Was viel diskutiert wird, sind die Gasvorkommen um Zypern mit den Sonderwirtschaftszonen. Da wird also das Mittelmeer auch schon großflächig aufgeteilt. Aber da müsste ich selber nachgucken. Wo hat das Dilemma angefangen? Das Dilemma besteht eigentlich in der Grundkonstruktion des neuen griechischen Staates, wie er im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Nämlich es gab zwar eine breite Volksbewegung, die Unabhängigkeit wollte, aber es gab überhaupt nicht so etwas wie eine Unternehmerschaft, eine Mittelstand, also eine griechische Bourgeoisie, die war verstreut, die waren in Ägypten oder im Osmanischen Reich oder wo auch immer, sodass also es gab eigentlich keine sozialen und politischen Eliten, die wirklich die Entwicklung des Landes vorangetrieben haben. Und so haben die sich auch immer verhalten. Also es ist ein Handelskapital, was eine wichtige Rolle spielt. Also die griechischen Reedereien kontrollieren ja ungefähr so 18, 19% des Welthandels, zumindest des Welttransportgeschäftes. Die haben ihre Büros in London und auf Zypern und sonst wo. Für die ist Griechenland so eine Art Hinterland und was da eigentlich so genau passiert, das interessiert die nicht. Und also es ist zumindest kein Interesse an einer eigenständigen wirtschaftlichen Entwicklung. Deswegen gibt es auch, also es hat nie so wirklich einen Industrialisierungsprozess gegeben, eigenständigen, ja, sondern es waren immer dann, wir bauen eine große Werft oder was wir so brauchen, ja, und das hat sich historisch immer wieder reproduziert. Also auch mit diesen großen Bauten, das ist ja mit der Eisenbahn, dem Straßennetz und dem Isthmus von Korinth und den Häfen und so ist das ja ähnlich gelaufen. Ja, das ist ja nicht die erste griechische Staatspleite, sondern das ist sozusagen ein historisches Muster, was sich immer so reproduziert. Ich nehme jetzt das Recht des Moderators heraus und möchte bei dem Militärausgang nachfragen. Das ist auch etwas, was mich bewegt und ich möchte zwei Dinge ergänzen. Ich war heuer in Griechenland und habe fast jeden gefragt, irgendwie, wie er oder sie die Situation erfragt. Und ich habe einige Leute getroffen, die diese Angst vor den Türken, vor der Türkei formuliert haben. Also das ist nicht so jetzt billig, sondern ich habe gemerkt, es gibt eine Türkenangst. Es ist Zypernfrage nicht gelöst. Es ist
wenn man sich beschäftigt mit der Geschichte Griechenland-Türkei, das ist, man kann sagen, seit Homer oder so, irgendwie seit den Kriegen, aber es gab 1920, 22 eine sehr schlimme Vertreibung. Die Griechen waren überall verbreitet in Kleinasien und Türkei. Hat das einen realen Hintergrund, also diese Angst, ja? Also zu Zeiten des Eisernen Vorhanges konnte man mit der Sowjetkeule sehr viele Friedensinitiativen hier erschlagen in Österreich. Ja? Also insofern möchte ich so etwas ernst nehmen. Und das Zweite noch tiefer, es gibt ja immer auch die Sache, Griechenland wird hier benutzt, auch als sozusagen Träger der NATO-Politik. Man braucht ja dort irgendwelche große Bastionen, um, wenn Syrien und so weiter, wenn es zu Konflikten kommt, wenn Kurden-Sache eskaliert. Kannst du etwas tiefer, oder was weißt du dahinter? Weil es ist ständig Thema, wieso geben die 4% aus? Ja. Ja. Beides sind NATO-Mitglieder. Das ist ja paradox eigentlich. Ja. Okay, man könnte natürlich sagen, gut, es gibt von Seiten der NATO quasi so eine Garantie der Grenzen und man ergreift eine Initiative zur Demilitarisierung des östlichen Mittelmeers, dann könnte man sich das alles sparen. Genau. Ich habe manchmal den Eindruck, der Ägäiskonflikt, also die Rüstung ist nicht da, weil es den Ägäiskonflikt gibt, sondern umgekehrt, man braucht den Ägäiskonflikt, um die Rüstungsausgaben zu rechtfertigen. Das ist vollkommen grotesk. Ja? Also das ist auch aus militärischer Sicht. Also die Panzer, die kann man gleich in die Ägäis werfen. Was will man mit Panzern? Also das ist, also die Angst vor der Türkei, klar, die gibt es. Aber ich glaube, das kann man gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Okay, danke. Maria Szembetry. Am Anfang eine Frage, die nicht wirklich meine ist, sondern ein Vorurteil, das ich immer wieder höre, und ich glaube, das haben Sie nicht angeschnitten, ist, ja, die Griechen schreiben ja keine Rechnungen und zahlen dadurch keine Steuer. Also mich würde interessieren, ich habe da immer so einen versucht, gegen zu argumentieren und zu sagen, es ist sicher in keinem Verhältnis, was zum Beispiel die Reichen außer Land schaffen. Vielleicht könnten Sie da eine Zahl nennen, wäre vielleicht für Argumentation manchmal ganz hilfreich. Das andere, der Sepp hat es ja am Anfang eh gesagt und er hat mir aus der Seele gesprochen. Ich glaube, das ist wirklich dieses Problem, es ist kein Problem Griechenland. Das habe ich schon oft genug auch bei guten Diskussionen im Fernsehen gehört. Das ist ein europäisches Problem. Ich glaube, es läuft ja auch verschieden. Es kriselt ja in Spanien extrem, in Portugal und dort sind ähnliche Sachen passiert. Ich denke mir, es sind wahrscheinlich die Medien, die dann manchmal was rauspicken. Aber ich denke mal, es ist, glaube ich, ein europäisches Problem und eine Destabilisierung, wo ich selber noch nicht durchschaue. Und Sie haben das Beispiel Ecuador genommen. Mich hat das schon des Längeren beschäftigt. Was ist, also 80 war ja in Lateinamerika, da hat Weltbank und Weltwährungsfonds dort die Daumenschrauben angezogen, bei Brasilien, bei manchen anderen lateinamerikanischen Ländern. Irgendwann war dann, ist es denen gelungen, dass sie da irgendwie rauskommen? Ich weiß nicht wie. Ich habe noch einmal den Herrn Flassbeck kurz gefragt, aber das war nur so ein, zwei Sätze Diskussion. Und man weiß ja, dass Agenten in Lateinamerika, in Afrika unterwegs waren, um ganze Regierungen zu destabilisieren. Und wenn die Regierungschefs nicht mitgemacht haben, dann ist er halt mit dem Flugzeug abgestürzt oder was Ähnliches. Ich weiß nicht, was in Europa passiert. Und ich glaube, Griechenland muss man in einen größeren Kontext stellen. Und was ich mir wünschen würde von diesen Vorträgen, die exzellent sind, und ich denke mal, mich freut auch, dass also diese Moderation mit dir, Sepp, ich finde das ganz toll, weil du selber viel Hintergrund hast, aber um was nach Hause zu nehmen, würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte so eine Argumentationslinie, ein bisschen was schriftlich, ein bisschen was, muss nicht lang sein. Aber weil, selbst wenn du Griechen fragst, sagen sie, man kann nichts machen, ja, die Griechen haben keine Steuern gezahlt, also solche Antworten bekommt man. Danke, hör mir mal auf jetzt. Den Auftrag. Danke. Zweite Wort, mein Lieber. Ich war jetzt zweimal in Albanien, voriges Jahr und heuer. Und in Südalbanien gibt es eine griechische Minderheit. Und da gibt es viele Leute, die haben eine Rente von Griechenland, obwohl sie nie in Griechenland gearbeitet haben. Es gibt nur zwei Bedingungen, damit sie diese Rente weiterbekommen. Sie müssen sich zur griechischen Minderheit bekennen und sie müssen einmal im Jahr nach Griechenland kommen.
Also das kommt mir vor wie ein imperialistische Dummheit. Entschuldigung, vielleicht darf ich nur kurz ergänzen, weil die Maria gefragt hat bezüglich Unterlagen. Es gibt keine schriftlichen Unterlagen, aber die akustische, beziehungsweise im Internet können Sie diese Vortragsreihe auch nachhören, nachsehen. Also wir haben das jeder aufgeschrieben. Es ist sozusagen bereits bei Ihnen zu Hause. Danke. Aber hier gab es eine weitere Mutmeldung, die nehmen wir noch dazu gerne. Ich hätte eine andere Frage, und zwar, was mich wundert, ist, warum der Aspekt der totalen Ausschaltung aller demokratischen Regeln in der öffentlichen Diskussion eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und da geht es ja nicht um sozusagen unter Anführungszeichen nur wirtschaftliche Fragen und Probleme, sondern immerhin rühmt sich ja die EU sozusagen als demokratischer Musterschüler weltweit dazustehen. Es wird protestiert, wenn es in China oder so woanders anders läuft. Worauf führen Sie das zurück, dass diese Frage sozusagen öffentlich überhaupt keine Rolle spielt? Und das andere ist, was in dem Zusammenhang steht, mich wundert es ja dann auch, warum bei den allermeisten Wahlen dann doch die Parteien gewählt werden, die am schärfsten sozusagen diesen Kurs verfolgen, eben auch in Griechenland letztes oder heuer im Juni, wenn wir jetzt nach Holland schauen, Spanien, Portugal, überall, dass sozusagen diejenigen Richtungen, die eigentlich ideologisch ja ganz hinter diesem Kurs stecken, auch am besten bei der Wahlbevölkerung ankommen. Danke. Ich glaube, das genügt wieder an Fragen. Ja, also das Vorurteil mit den keine Rechnung ausstellen, keine vernünftigen Steuererklärungen machen und so weiter, das ist eigentlich kein, es hat zig Versuche gegeben seitens der griechischen Regierung, dass man immer, ein Bon sich geben lassen muss und die dann bei der Steuer einreichen muss. Das haben dann alle Leute gemacht und dann stellte sich heraus, die können ganz viele Sachen von der Steuer absetzen, kriegen was wieder. Das war aber auch nicht mit intendiert, also hat man das wieder gelassen. Natürlich gibt es, also die Korruption, das ist kein Vorurteil. Die Steuererziehung ist Hinterziehung, das ist kein Vorurteil. Das ist alles und das ist auch das erste Mal, dass es in Griechenland sowas gibt wie eine weit verbreitete Selbstkritik. Also das, was man so Klientelismus nennt, ja, ich kriege einen Job, weil ich habe da einen Schwager im Ministerium oder ich kriege hier ein Blindengeld, obwohl ich gar nicht blind bin und so weiter. Alles das gibt es, ist auch alles eine Riesensauerei, weil es natürlich immer auf Kosten von denjenigen geht, die in irgendeiner Weise ehrlich sind. Aber das ist ein wechselseitiges Verhältnis, also meine Tante in Athen hat mir das mal so erklärt, da kommt der Steuerbeamte und sagt, aha, das ist also ihr Unternehmen, so und so viele Leute arbeiten da, das ist die und die Gegend, so viel Wert hat ungefähr hier die Immobilie, das ist ihr Steuerbescheid. Und dann kann man nur sagen, okay, bin ich mit einverstanden. Und wenn man das nicht mal, wenn man nicht einverstanden ist, dann rücken die an mit 5 Leuten und nehmen die Bude auseinander und dann wird man so besteuert, dass man sozusagen das Unternehmen zusperren kann. Also das ist ein Verhältnis von Misstrauen gegenseitigem Misstrauen und Willkür, wo man sagt, da kannst du dich gar nicht ehrlich verhalten. Also wenn man sich ehrlich verhält, dann macht man sich verdächtig. Ja, das geht nicht. Und die Bekämpfung jetzt der Steuerhinterziehung, die so medial inszeniert wird, da werden Leute verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und so. Das ist natürlich alles auch wieder so eine Symbolpolitik, die auch typisch griechisch ist. In Wirklichkeit gibt es, was das Steuersystem anbetrifft, keinerlei Reformanstrengungen. Es gibt keine Reform und sie wird auch von der Troika nicht gefordert. Also man muss sagen, das ist alles wie gehabt. Es ist skandalös, gar keine Frage. Aber wenn man sich die Papier...
das, was in den Papieren der Troika steht, in deren Briefen an die griechische Regierung, da ist nur von Arbeitsrecht die Rede, da ist nicht von Steuerrecht die Rede. Ja, natürlich, also das wird gefordert, ja. Kein vernünftiger Mensch hat dagegen Einwände. Ja? Jeder sagt, auch alle Griechen sagen, wir brauchen ein gerechtes, zuverlässiges Steuersystem. Das gibt es bis jetzt nicht. Ja? Darauf basiert ja, nee, ich glaube, weil darauf das. Moment aber jetzt. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass einfach darauf die Herrschaft der jetzt noch regierenden Parteien, die Herrschaft der Eliten, die basiert gerade darauf. Ich würde jetzt sagen, entweder Wortmeldung oder so, das Dreinschreien bringt es nichts, weil das verstehen die Hälfte nicht und das ist. Man muss sich ohnehin, es soll zur Meinungsbildung beitragen. Ja, es ist das gegenseitig Beschimpfen wird nichts bringen. Ja, die Wahrheit ist vielfältig. Aber seht, Moment einmal, wo ist die Reihenfolge jetzt? Ich wollte nur zu dem, so, die, meine Frage war ja ganz, ich habe sie zu wenig präzis, ich wollte das in Relation, dass Sie mir das setzen. Es ist schon klar, dass es wahrscheinlich wirklich gibt, das haben Sie jetzt gut erklärt, aber wie ist das in Relation zu denen, die das Geld schon rausgeschafft haben? Zu den Reichen, die Rieder und so weiter. Ich denke mir, ungefähr, naja, weiß man da Zahlen. Das ist ja ein allgemeiner Trend, der Marsch in den Lohn- und Gehaltssteuerstaat, weil wer zahlt Steuern? Natürlich die, wo sowieso abgezogen wird und die ihre eigene Steuererklärung machen. Ja gut, da weiß man ungefähr, wie das geht. Ja, man rechnet sein eigenes Einkommen klein, man hat Steuerberater, die alle Lücken und Tricks kennen. Und das ist eigentlich ja weltweit überall das Gleiche, nur in Griechenland ist es in besonders offener, unverschämter und unverhüllter Form und es wird auch immer wieder in den Medien diskutiert, aber es passiert nichts. Dann diese imperialistische Dummheit mit der griechischen Minderheit in Südalbanien, davon weiß ich nichts. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das gibt. Ja, also ich habe da noch nie was von gehört. Also das. Vielleicht was die Publikation dann betrifft, also alles das, was ich hier so vorgetragen habe, gibt es auch in einem Aufsatz, der zumindest online erhältlich ist, auch als Buchbeitrag veröffentlicht worden ist, bei der Assoziation A in Hamburg. Krisenproteste heißt der, von Peter Birke und Max Henninger herausgegeben. Und aber der Ursprungsaufsatz, der ist auch online bei Sozialgeschichte online erhältlich. Warum spielt die Ausschaltung der Demokratie so eine geringe Rolle? Und warum schweigen die europäischen Sozialisten, Sozialdemokraten? Schon langsam wird es zu lange, euer Zwiegespräch. Kann man das stoppen? Die Frage. Das Schweigen, ich sehe immer wieder, das ist meine Erfahrung, dass es unglaublich schwierig ist, irgendwelche größeren Medien dafür zu interessieren. Selbst die Medien, die dem eigentlich positiv oder zumindest interessiert gegenüberstehen müssten, das ist sehr selten bis gar nicht der Fall. Dann muss man auch sagen, diese ganzen Verträge und diese Vertragstexte alleine nur zu bekommen, war unglaublich schwierig. Ich habe versucht, weil ich das auch so an Bekannte rumschicken wollte, ich habe versucht, diese Vertragstexte auf Deutsch zu bekommen. Es gab auf Deutsch nur dieses Memorandum, also diesen Zusatz, der eigentlich gar nicht richtig zum Vertrag gehört, sondern so ein Zusatzpapier ist. Das gab es, das hat dann haben mir Bundestagsabgeordnete dann zukommen lassen. Die Fraktionen im Europaparlament, die verfügten wenigstens über die englischen Texte. Dazu muss man sagen, das sind natürlich unglaublich umfangreiche Vertragswerke. Das sind 80, 100 Seiten und so der Durchschnittsparlamentarier liest sich das auch nicht alles so durch. Also das ist. Ja, wie soll man sagen? Also es ist von Anfang an noch wenig bekannt gemacht worden und man hat das versucht, ziemlich so unter dem Deckel zu halten. Ja, vielleicht dann noch zu der Frage, warum sind die Parteien des Memorandums wiedergewählt worden? Es hat in Griechenland eine große Angstkampagne gegeben von Seiten der Medien.
zum Teil auch von Seiten der internationalen Medien, wo gesagt wird, also wer die Linkskoalition wählt, das bedeutet den Euro-Austritt aus Griechenlands, aus der EU, aus der Eurozone. Und da haben natürlich viele Leute einfach Angst gekriegt, weil das, man kann sich nicht genau vorstellen, was dann alles passiert, aber auf jeden Fall wenig Gutes, weil das natürlich die gegenwärtigen Zersetzungserscheinungen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft noch weiter beschleunigen wird. Also die Linkskoalition hat das immer abgestritten. Die haben gesagt, wir sind Mitbewohner im Europäischen Haus und nicht Mieter. Wir möchten auch so behandelt werden und wir wollen es auch bleiben. Aber also diese Angstkampagne hat es gegeben und ich habe es ja schon erwähnt, also insbesondere in den Provinzen auf dem Lande hat es dann mehrheitlich eine Stimmabgabe für die Konservativen, für die PASOK und für die Demokratische Linke gegeben, obwohl keine dieser Parteien das Memorandum offensiv verteidigt hat, sondern die haben eigentlich wieder andere Versprechungen gemacht. Die haben die Versprechung gemacht, es wird das neu verhandelt und dann werden wir weitersehen und wir werden nicht weiter Stellen abbauen, es wird keine weiteren Sparmaßnahmen geben. Jetzt passiert das Gegenteil. Ja, also der klassische Wahlbetrug, aber wie gesagt, auch mit Ansage, das hätte man sich eigentlich vorher ausrechnen können. Aber ja, Holland ist genannt worden auch. Also das ist eine gute Frage, warum das so ist. Ja. Es sind auch zum Teil Ergebnisse, warum wählen selbst in Ortschaften, wo die SS während der Besatzung, der deutschen Besatzung, Massaker angerichtet hat, warum wählen da 7% eine Partei, die sich in die Tradition der Kollaboration stellt? Das ist schwierig zu beantworten. Okay, ich glaube, wir kommen so zur letzten Runde. Franz Gall und dort zwei, machen wir 1, 2, 3 wieder so. Danke. Zu den Alternativkonzepten, zum Troika-Diktat. Es ist schon erwähnt worden, Schuldenaudit durchzuführen, diese Idee, die von Ökonomen stammte oder so. Ne? Dann hat es die Idee gegeben, Kredite aus Russland oder China aufzunehmen. Hat es noch andere Alternativkonzepte, wie man rauskommt aus dieser Abhängigkeit von den Finanzmärkten gegeben und besonders von welchen gesellschaftlichen Gruppierungen wurden solche Konzepte getragen? Haben zum Beispiel die griechischen Gewerkschaften ein alternatives Konzept aufgestellt? Oder wenn da so wissen wir, hat es nicht gemacht, aber hat es andere Gruppierungen gegeben. Und dann noch ein komisches Detail, was auch so die Runde immer macht. Stimmt es, dass die griechischen Räder per Verfassung steuerfrei gestellt sind? Mhm. Das ist auch so, soll man es glauben, soll man es nicht glauben? Danke. Die zweite. Die Situation der griechischen Menschen macht sicher betroffen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gehört, dass es eine Unsumme an strukturellen Problemen gibt. Welche Vorstellungen hat das griechische Volk oder die griechische Regierung, diese Problematik zu lösen? Gibt es überhaupt Vorstellungen dazu? Dahinter war noch eine. Was sind Ihre Alternativen oder Vorschläge, wie das gelöst werden könnte oder sollte, oder hätten die Griechen so weitermachen sollen wie bisher? Okay. Also vielleicht mal mit der einfachsten Frage, die ich allerdings auch nicht beantworten kann. Ist die Steuerfreiheit der griechischen Reedereien in der Verfassung festgehalten? Meines Wissens nicht. Aber die zahlen trotzdem keine Steuern. Also es, ja gut, also ne, die meisten sind sowieso ausgeflaggt, da ist das, spielt das dann eh keine Rolle. Aber bei den Reedereien, die in Griechenland ansässig sind, ich glaube, dass ich weiß nicht, wo das geregelt ist. Also muss ich einfach passen. Also, dass die Griechen hätten so weitermachen können wie bisher, das wäre unmöglich gewesen. Ja, und also spätestens mit der ersten Bankenrettung im Jahre 2008, 2009 ist die Neuverschuldung ja so explodiert,
Das war eigentlich im Grunde nur die logische Zuspitzung einer Entwicklung, die es schon vorher gegeben hat. Weil das ist einfach ein Wirtschaftsmodell, das ist Wirtschaftswachstum auf Pump. Und das kann man natürlich machen, also das kann die deutsche Bundesregierung machen und das hat sie ja auch gemacht 2008, also mit der Abwrackprämie und so weiter. Aber ein Staat wie Griechenland kann das nicht machen. Wie kommt man jetzt raus aus dieser Schuldenfalle? Also so wie es bisher läuft, die Bevölkerung verarmt und gleichzeitig nehmen die Schulden zu. Und zwar absolut und natürlich auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt, weil wenn die Wirtschaft ständig schrumpft, dann sinkt natürlich die Schulden, steigt die Schuldenquote in Relation dazu. Also meines Erachtens, und das ist auch eine Idee, die sich sehr weit verbreitet hat, ist also so eine Überprüfung der Schulden quasi eine zwingende Bedingung, um überhaupt da rauszukommen und sich dann tatsächlich zu überlegen, also welche Schulden will man bedienen und welche nicht und auch zu welchen Bedingungen. Da ist natürlich jetzt durch diese ganzen Vertragswerke ein Riegel vorgeschoben. Also man kommt da nicht raus, ohne diese Verträge zu brechen. Also von den Gewerkschaften wüsste ich nicht, dass es da irgendwelche Alternativkonzepte gibt. Also von der griechischen Gewerkschaftskonföderation weiß ich nicht. Also obwohl die natürlich mit Zähnen und Klauen alles das, was noch an rechtlichen Möglichkeiten geblieben ist, verteidigen. Aber im Grunde, also der Kollege Kapsalis von der GSEE hat das dann so formuliert, wir sind eigentlich in einem Zustand 100 Jahre zurückversetzt, weil es gibt eigentlich keine Rechte mehr und wir arbeiten jetzt im Grunde in so einer, ja wie soll man sagen, es ist ein Zustand der Halb- oder vollkommenen Illegalität. Darf ich hier ergänzend fragen, wie ist das Image der Gewerkschaften jetzt? Sind die einfach auf einem verlorenen Schiff, weil da schrumpft die Beschäftigung oder haben die an Image gewonnen? Naja, teils, teils. Also die griechische Gewerkschaftslandschaft ist ja sehr stark auch politisch aufgespalten. Also es gibt die PASOK-Gewerkschaften, es gibt die konservativen Gewerkschaften, es gibt Gewerkschaftsverbände, die stehen der Linkskoalition nahe und es gibt die kommunistischen Gewerkschaften, sodass man eigentlich gar nicht sagen kann, also wenn die Gewerkschaftskonföderation irgendwas sagt, dann sind das natürlich in erster Linie noch PASOK-Gewerkschafter, denen aber eigentlich die Basis davongelaufen ist. Ja, das hat eigentlich kein Gewicht mehr. Die verhandeln zwar noch als Sozialpartner, aber das sind eigentlich nur noch Scheinverhandlungen. Und deren Image also ist, glaube ich, auch mittlerweile auf einem ziemlichen Tiefpunkt. Obwohl die zum Teil auch noch durchaus vernünftige Sachen machen, aber man kann eigentlich sagen, also die gesamte griechische Gesellschaft hat dieses Programm der Troika getroffen wie ein Schock. Das ist eine richtige Schocktherapie und also zu Anfang haben eigentlich nur die Kommunisten irgendwie überhaupt noch reagiert und alle anderen haben eigentlich, sind also in den Schockstarre verfallen. Und nur so die Basisgewerkschaften, die haben dann angefangen und unter dem Druck gab es dann also diese ganzen Generalstreiks, was ja so also politische Proteststreiks eigentlich sind. Aber die Verankerung, die ist auch brüchig natürlich. Ja, die Vorschläge gehen natürlich in Richtung, wir müssen die Banken verstaatlichen. Die Banken sind quasi der Schlüsselsektor über die Kredite, die vergeben werden oder nicht vergeben werden. Entscheidet sich also, in welchen Bereichen investiert werden kann oder nicht. Also mittlerweile ist es ja so, dass also quasi das, was an griechischem Mittelstand da ist, also ziemlich unter der Einschränkung der Kreditmöglichkeiten leidet. Und ansonsten, es gibt eine ganze Reihe von Vorstellungen, die so wieder zurück zu so einer Regionalisierung von Landwirtschaft reichen. Also man muss Schluss damit machen, Zitronen aus Argentinien einzuführen und Kartoffeln aus Ägypten. Also das ist ja im Grunde auch ein ökologischer Unsinn. Also quasi wieder sowas wie eine eigene Versorgung sicherzustellen. Also so auf genossenschaftlicher Basis, also da gibt es auch alle möglichen Ansatzpunkte und Initiativen, aber das ist natürlich
in so einer Situation, wo wir es also mit ja, auch durchaus depressiven Situationen, also von breiten Teilen der Bevölkerung, auch von geringen Möglichkeiten natürlich, was man selber so finanziell anschieben kann, zu tun hat, ist das natürlich äußerst schwierig. Aber so konzeptionell ist auch vollkommen klar, dass das eigentlich im griechischen Rahmen überhaupt nicht zu lösen ist. Und also die Perspektive geht schon in die Richtung, wir müssen eigentlich viel, viel stärker die Kooperation suchen mit den Italienern, mit den Portugiesen, mit den Spaniern, wo ja die Situation auch ähnlich ist und quasi so ja, ein politisch-ökonomisches Gegengewicht gegen die Zentraleuropäer bilden. Das ist so eine Vorstellung. Und dann eben wieder eigene Industrien aufzubauen. Also die Frage der Demokratie ist damit auch... Ah ja, Entschuldigung, das war schon, ja. Ja. Gibt es noch eine Wortmeldung? Hier, die letzte Chance. Und dann werden wir zum Ich hätte noch eine Frage. Es ist ja so, dass die Jugendlichen gerade, also in meinem Alter, also die trifft es in Griechenland wirklich hart mit Massenarbeitslosigkeit. Man sieht vor den Augen nur korrupte Politiker. Man sieht lauter europäische Länder, die in einem Wahrheit ausnehmen. Warum brennt es in Griechenland nicht öfter? Also wenn man alles genommen wird, warum gehen die nicht öfter Steine schmeißen? Das ist ja alles sehr ruhig, oder? Hört man noch nichts von den Medien? Danke. Gibt es noch irgendeine Frage oder sonst? Ich habe keine mehr, jetzt. Entschuldigung. Also, das ist schwierig zu sagen. Ich würde mal vermuten, also gerade die Massenarbeitslosigkeit ist natürlich unter jungen Leuten erschreckend. Ja? Also man weiß auch gar nicht, wie das eigentlich aussieht, so bei den mithelfenden Familienangehörigen und also insbesondere dann auch die Migranten, die sind ja alle gar nicht erfasst in dieser Statistik. Warum brennt das nicht häufiger? Ich glaube, vieles wird nicht berichtet. Also jetzt war natürlich durch die Wahlen erstmal so eine Situation, da gab es erstmal nichts, wo man zwingend hätte protestieren müssen. Und jetzt, nachdem wieder diese Regierungskoalition gebildet werden konnte, ist erstmal die rassistische Karte gespielt worden, also Kampagne gegen migrantische Frauen, gegen Prostituierte, die wurden auf HIV getestet nach Razzien und dann wurden die Fotos ins Internet gestellt und solche Sachen. Also die Frage der Migration spielt da eine große Rolle und da sind also wirklich rechtsradikale Gruppen jetzt unterwegs, die wirklich massiv gegen Teile der Bevölkerung vorgehen. Zum Teil auch in Zusammenarbeit mit der Polizei, das ist mittlerweile relativ gut dokumentiert, sodass also nach den Wahlen vom 17. Juni schon sowas wie eine defensive Situation eingetreten ist, die sich jetzt, glaube ich, nochmal wieder wandelt. Auf der anderen Seite, es ist natürlich schwierig, ein Niveau von Protesten durchzuhalten. Also jetzt zur Messeeröffnung in Saloniki gab es nochmal große Proteste, die gibt es jedes Jahr. Darüber ist auch einfach nicht berichtet worden. Aber das ist natürlich, das kostet ja auch Geld, das kostet Kraft und so weiter. Und das in einer Situation, wo man ja ohnehin ums Überleben kämpft. Da muss man sich schon die Kraft auch gut einteilen, glaube ich. Und also eine Besetzung und Streikaktion über mehrere Monate, da geht man, glaube ich, durch alle Höhen und Tiefen. Und das so durchzuhalten, das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, es geht trotzdem weiter. Es gibt jede Menge an Initiativen, jede Menge an Protesten. Man kann das eigentlich gar nicht alles so verfolgen, was es alles gibt. Und zum Teil auch unglaublich lustige Dinge und humorvolle, wunderbare Plakate. Es ist also, es brodelt immer weiter. Ja? Und ich glaube, da wird auch noch wieder einiges kommen. Ja, herzlichen Dank, Gregor Kreditis, für diesen Einblick, den du uns gegeben hast, in die politische Landschaft, in die soziale Landschaft, in die ökonomische. Ich möchte noch zum Abschluss betonen, dass mich sehr bewegt hat, auch die Frage, die erste Frage gleich, was kann man tun? Es geht ja auch immer darum, und ich möchte damit auch sozusagen wechseln vom Moderator zum
Veranstalter oder Mitveranstalter und erlaubt mir dieses folgende Schlussstatement. Zum Ersten, wir haben das ja nicht irgendwie erfunden, weil wir sagen, wir brauchen Bildungsangebote, sondern weil wir als Veranstalter überzeugt sind, das sind momentan Kernfragen, die uns in Österreich und in Europa betreffen. Und ich will keine emotionale Diskussion abwürgen. Also Sie verstehen mich hoffentlich. Es ist klar, dass das fordert Emotionen heraus. Es ist im Rahmen dieses Gesprächs ist einfach auch sozusagen eine gewisse Disziplin nötig. Ich habe überhaupt nichts gegen diese emotionalen Ausbrüche. Möchte aber daher zwei Dinge betonen. Das eine noch eine eigentlich heute eine indirekte Beantwortung und noch einmal eingehen auf die Verschuldung Österreichs 1922, diese Völkerbundanleihen und so weiter. Und da war so ein Nebensatz, der hat gelautet, aber wir haben uns da rausgewurschtelt. Und ich möchte betonen, wir haben uns zunächst einmal reingewurschtelt. Und zwar nicht reingewurschtelt, sondern wir sind pfeilgerade in die Massenarbeitslosigkeit, Aussteuerung in den Austrofaschismus, in den Nationalsozialismus gestolpert und rausgekommen sind wir. Ja, ja, aber das waren die gleichen Schulden und das schildert Hugo Burtisch in einem wunderbaren Buch, wo er drinnen steht, rausgewurschtelt haben wir uns aufgrund von 1945 und Nachfolgejahre, Marshallplan mit allen Folgen, eine Stimulierung der Wirtschaft bei Niedrigzinsen, bei Nullzinsen, bei geschenkten Milliarden von Dollar, die unserer Volkswirtschaft geschenkt worden sind, bis zu einem European Recovery Program, wo jetzt noch die Milliarden hier sind. Und wir haben die letzten Schulden, ich weiß jetzt nicht die Jahreszeit, ich glaube 1989, zurückbezahlt. 1989 oder 87. Das heißt, man hat uns Zeit gegeben und man hat die Wirtschaft stimuliert. Und das ist jetzt doch einmal die Antwort. Ja. Es wird aus dieser, wie immer diese Krise ist, jetzt Schuldenkrise, will ich nicht sagen, keinen Ausweg geben, wenn man nicht so einen Weg beschreitet. Davon sind alle überzeugt. Es ist auch in vielen Hirnen schon drin, die Politik hat es nicht begriffen und vor allem die dahinterstehenden Finanzmächte. Ja. Und möchte daher das noch eben betonen und auf die weiteren drei Veranstaltungen hinweisen. Meine Flucht nach vorne war, wir wollten noch Plakate mitnehmen, das waren die falschen Plakate. Es gibt nämlich auch noch Plakate, wenn jemand Möglichkeit hat, diese Veranstaltungsreihe noch zu bewerben, nehmt euch die Folder mit. Nächstes Mal ein Thema, das wurde schon angesprochen, europäische Wirtschaftsregierung, jetzt auch sehr konkret geworden unter Fiskalpakt von Elisabeth Glatzer, die eine sehr profunde Kennerin und auch Kritikerin dieser neoliberalen Form der Wirtschaftsregierung ist, die sehr konkret Antwort gibt auf das, was ist passiert, was haben wir auch im Fiskalpakt unterschrieben, welche Folgen hat das. Also nächsten Montag, 24.09., dann schon erwähnt heute am 1.10., Erhard Klötzl mit Wege in die Krise, Wege aus der Krise. Wir wollen bewusst auch betonen, diese Frage, was führt uns raus? Und zum Schluss die Frau Doktorin Gabriele Mitscherlich, die Humanität, Freiheit und neoliberale Domestizierung des Subjektes beleuchtet. Wir sind ja alle in Gefahr, genau diese in diesem Hamsterrad des neoliberalen Denkens drinnen zu sein. Und die wird das auch, diese auch aus der subjektiven Sicht beleuchten. Also ich möchte euch einladen, diese Veranstaltungsreihe wieder zu besuchen und auch zu bewerben. Und nehme mir noch heraus ein Schlusswort, das auch auf die Frage der Demokratie und Demokratiefähigkeit eingeht. Auch aus einer sehr persönlichen Betroffenheit und auch, weil man etwas tun kann, auch in Linz. Die Frage, wieso das so akzeptiert ist, ist, weil es, glaube ich, mittlerweile Mainstream geworden ist in vielen Bereichen, und das ist das Gefährliche, große Krisen kann man in der Demokratie nicht bewältigen. Man braucht härtere Keulen, härtere Maßnahmen, weil dazu ist die Demokratie unfähig. Wir haben natürlich in 30 Jahren alle demokratischen oder sehr viele demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten abgegeben. Überall dort, wo Privatisierung steht, wo das Staatsbudget ausgehebelt wird, wo man Steuern senkt, weniger im Topf hat, werden Regierungen, werden Politiker ohnmächtiger. Und der letzte Schritt werden mit diesen Zeichen gesetzt. Und ich habe mir vorgenommen, einen gewissen Dr. Theodora Kocker zu zitieren, einen Rektor, Dozenten an der Universität Linz, der genau in diese Kerbe schlägt und der das seit 2 Jahren verbreitet. Und ich möchte das zum Abschluss noch einmal vorlesen, weil wir ihn eingeladen haben zu einer offenen Diskussion. Es hat in der Arbeiterkammer und ÖGB-Präsident Dr. Hans Kalle einen Brief geschrieben. Er hat gesagt, er hat keine Zeit. Er schreibt nämlich,
auf die Frage, ist die Demokratie fähig, diese Krise zu bewältigen, er sagt, das geht nicht. Die Politiker sind immer nur für das Volk da, die richten sich nach den Wählerstimmen. Wer wird schon sozusagen gegen das Volk entscheiden? Daher werden immer diese Sozialprogramme geschürt und finanziert. Und er schreibt dann, die einzige Kraft, die die Politiker aus dieser Paralyse zu befreien vermag, sind paradoxerweise die Preissignale des Kapitalmarktes. Der Status einer Regierung wird zurzeit nicht in Prozentanteilen des Wahlbarometers gemessen, sondern in Basispunkten der Credit-Default-Swaps und so weiter. Die Politiker erhalten so unmittelbar die unverblümte Marktmeinung zur Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit. Der Kapitalmarkt baut jenen Druck auf, den die Wähler offensichtlich nicht in der Lage sind auszuüben. Somit nehmen der Finanzmarkt und mit ihm die bösen Spekulanten die Rolle einer wichtigen, demokratischen, disziplinierenden Kraft ein und erfüllen das durch die Wähler hinterlassene Vakuum. Die Preissignale des Marktes sind es, die derzeit das politische Treiben diktieren, und das ist gut so. Und die freie Meinungsäußerung der Märkte ist ein schützenswertes Gut in einer liberalen Wirtschaftsordnung. Es sind gerade diese Preissignale und zum Glück nicht die Zentralverwaltungen und die Regierungen, die das Wirtschaftssystem lenken. Die Ironiegeschichte der Geschichte könnte also sein, dass es dank dem Druck der bösen Spekulanten gelingt, die Demokratie zu retten und so weiter. Und dann steht noch zum Schluss, okay, das ist zu lange, also die Märkte, die Ratingagenturen retten die Demokratie, die Politiker und die Wähler sind nicht imstande, den Ernst zu erkennen. Neoliberale marktradikale Ideologie hat sich über die Universitäten, über die sogenannten Betriebswirte, über die Ökonomien verbreitet. Es ist kein Ende in Sicht, sondern es ist die nächste Bewegung im Gange und da müssen wir uns hüten. Und insofern tragt ihr einen wichtigen Beitrag bei, Gegenmeinung aufzubauen, denn es gibt kaum ein größeres Gift für die Demokratie jetzt diesen Sozialabbau. Die Leute schreien, rufen nach Führungspersönlichkeiten, nach Diktaturen, sei es von links und von rechts. Und daher der letzte Satz von meiner Seite, Oskar Negt, der sagt, Demokratie ist jene Staatsform, die jeden Tag wieder neu eingeübt werden muss und jeden Tag neu verteidigt werden muss. Und in diesem Sinne sind auch wir eingeladen und aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten. Dankeschön, ich hoffe, wir sehen uns wieder nächsten Montag. Wer Interesse an den beiden Büchern hat, man kann eines hier ansehen, die anderen auch kaufen.